Bei kühlen Temperaturen und frischem Wind fand am 10. April der Saisonauftakt zur österreichischen Motocross-Jugend-Staatsmeisterschaft statt. 32 Teilnehmer aus 6 Nationen präsentierten sich auf dem Mittelberger Motocrossring in der Weingemeinde Langenlois. An jedem Ort, wo die Geschicke der Winzer gefragt sind und der Rhythmus des Weins regiert, fand der amtierende Staatsmeister René Hofer auf Kaffee den Topspeed. In Jugend-ÜM-Läufen gab der 14-jährige KTM-Fahrer zur Freude der MS Ziembach-Fans den Ton an und feierte 2 Startzielsiege. Das erste Rennen musste kurz vor Rennende abgebrochen werden, wurde aber aufgrund der Gefahreninstanz gewertet. Hinter Hofer wurde Marvin Salzer auf Husqvarna Zweiter. Rang 3 ging an Adam Kovac aus Ungarn, vor Nikola Ranic aus Kroatien. Mit Platz 5 im ersten Lauf überzeugte auch MSC Seitenstetten Nachwuchsfahrer Florian Dieminger auf KTM. Im zweiten Rennen sah der junge Slowene Max Mauser hinter René Hofer als Zweiter die Zielflagge. Auf dem dritten Platz Nikola Ranic, dahinter auf Platz 4 und 5 Marin Salzer und Oskar Reichenbacher. Die Jugend-ÜM-Tageswertung in Langenlois. Erster René Hofer KTM, 50 Punkte. Zweiter Marvin Salzer Husqvarna 40 Punkte. Dritter Nikola Ranic Husqvarna 38 Punkte. Vierter Florian Dieminger KTM 31 Punkte. Und fünfter David Schartner Husqvarna 29 Punkte. Ja, also ich habe das Wochenende, also ich war voll gut in Form. Ich habe die 82er Läufe gewinnen können, einen großen Lob am Veranstalter. Also der hat die Strecken trotz der Wetterbedingungen wirklich richtig gut in den Griff gehabt. Und ich freue mich jetzt, dass ich den Doppelsieg gefeiert habe. Zum nächsten Kräftemessen in der Motocross Jugend ÜM kommt es am 1. Mai, wenn in Imbach, Gemeinde Senftenberg bei Krems, am Fennenberg die Staatsmeisterschaften ausgetragen werden. In der MX2 und MX Open ÜM finden die nächsten Läufe bereits am kommenden Sonntag statt, wenn sich Neurauter, Obermeier, Sandner, Edelbacher, Hölzleitner und Co. in Sittendorf, Gemeinde Wienerwald, treffen.